Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tekkit Light mit Andy mal wieder. Jo, wie immer, kennt man ja nicht anders. Genau. Für heute unsere Ausnahme-Session ist geplant, unser Lager zu eventuell weiterzuführen, vervollständigt habe, offscreen dran weitergebaut. Ich würde sagen, wir gehen gerade mal rüber. Ja, ich bin schon dabei. Ja, ich habe keinen Chatback, es liegt im Lager. In der Kiste mit meinem ganzen anderen Sachen, weil wir nebenbei am Spawn weitergebaut haben. Ich sollte vielleicht auch noch in Game Mode gehen. Und ich sollte mal mein Jetpack laden. Ich geb's mir einfach mal eben, weil ich komme hier eh nicht raus. Jetpack. So. Und einmal nach unten. Ah, wie gut ich meine Rubber Boots an habe. Rubber Boots, sondern die Boots halt. genau. Das war mir das. Ich nehme jetzt wieder mal nicht auf, da die auch aufnehmen bei mir irgendwie zurzeit total spinnt. Keine Ahnung. Und der Renderprozess auch, leider. Ja, ich brauche beim Rendern. Ich mache aus einer. Gigabyte waren das letzte Mal, was ich gerendert habe. Noch nicht mal 100 irgendwie. Doch, 100 waren es, glaube ich. 100. Ja, irgendwie habe ich aus einer kleinen Datei eine zehnfach große gemacht und keine Ahnung. Was bekommt ja. Nur Andy hin? Ja. So, mein Jetpack. Wo ist mein Jetpack? Wie, mein Jetpack ist weg. Logistic Power Junk WTF. Das ist das Ding, was wir auch in unserem alten Lager stehen haben. Ah, okay. Trotzdem ist mein Jetpack weg. Hat das komische System das abgesaugt oder was? Moment. Nö. Mein Jetpack denn? WTF? Ja, mal eben. Hast du das verschlammt? Anscheinend. Irgendwo hin, wo es sein soll. Okay. So. So, erstmal den Cheat Mode rausgehen. Und ich würde sagen, wenn wir arbeiten heute, was hast du jetzt noch geplant bei dir? Irgendwas? Noch so ein paar Vorbereitungen treffen. Okay. Ich habe gerade mein Jetpack gefunden, es lag noch im MFSU. Naja. Gut, erstmal meine Rüssi aufladen. Aber sonst habe ich nicht so wirklich viel geplant. Aber das war wohl die Wand. Übrigens, ihr könnt euch schon mal auf neue Projekte freuen. Wir haben da so einiges geplant. Boah. Wie wir vielleicht schon andere Part erwähnt haben, sind wir uns noch nicht hundertprozentig einig, aber wollen ja als Projekt wie damals auch dazu nehmen. Weil es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber wir haben uns noch nicht geeinigt, welches Modpack von PC. Wahrscheinlich Unleashed. Das kann ich direkt sagen. Weil Unleashed ist echt nochmal eine Neuerung. Da haben wir noch viel mehr Möglichkeiten. Und so weiter. Also da könnt ihr euch echt auf drauf freuen. Und sowas mit Trucks wird auch noch kommen, wo derzeit ein Auer yep. ein Multiplayer programmiert wird. Ja, da wird auf jeden Fall auch noch gewisse Parts folgen. Und ja, am Ende der Aufnahmesession wird dann noch was erwähnt, was wir geplant haben. Was ich aber jetzt noch nicht verraten will, weil dieser Part ja, wann kommt der? Der kommt ein bisschen 18. zu früh. Der kommt 18, auf jeden Fall ein also, bisschen zu früh. Wir haben heute den. Was haben wir heute? Echt, 11. 11. genau. Ja. Das, am 18. wird der folgen. Genau, und der letzte, wann kommt der? Also der 6. Der letzte, also der 6. Part, folgt dann am 30. Aua.
Alter, was machst du? Ich hab vergessen, dass ich das laden. Dass ich das laden muss. Ja, mach ich jetzt. Ach so. Okay. Also, wie gesagt, am 18. seht ihr diesen Part, dann geht's weiter alle zwei Tage. Jetzt war gerade in unserer Planung ein kleiner Fehler drin. Ich aber berufen habe, ja, das ist. Weiter haben wir auch in unseren wunderschönen angefangenen Website weitergearbeitet. Bisschen. Oh. Ja, dazu so. Werdet ihr dann Informationen im 6. Part finden. Sprich, welcher Part wäre das dann richtig? Also 26. Im 26. Das, werdet ihr ja, dann Informationen finden. Genau. Informationen wird es geben und. Ich hoffe, ihr freut euch dann sozusagen auf das kleine Special, aber was da folgt, halt im 6. Part, beziehungsweise im 26. im 6. Part der Aufnahme. Ja, jetzt mache ich mich erstmal nützlich. Das wäre super. Und gehe erstmal auf Toilette. Bis gleich. Wir haben kein Klo-Zone. Da kaputt. Was ist denn da los? Wie uncool. Da muss ich mich halt erstmal mit 32 Crafting Pipes. Da fehlt jetzt Kabelzone. Hä? Fuck. Okay. Glowstone ist. Beides. Auch Kabelzone. Auch. Fuck. Also, entweder spinnt das System. Oder. So, ich habe unser System gebaut, bin gerade im Erweitern. So, der Boss ist back. Komm zurück. Da kriegen wir White Lamps, da kriegen wir die Grey Lamps sehr gut. Von Anfang. Aber ich brauche noch meinen Farbstoff. Geil. Power. Button. Meine Hunde bellen. Hihi. Guck mal. Dafür müsst ihr mir jetzt schon eine positive Bewertung geben. Dass ich sowas nicht rausschneide. 10. Also ich. War also kompliziert hier. Ich muss noch 10 Automatic Crafting Tables aufstellen für die Farbe, aber ich baue jetzt mal meinen Stone. Geh mal eben pennen, ne, dass mal wieder Licht ist hier. Ja, mach mal. Stone. Da in der Kiste.
Ach so, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Ihr seht ja in dem Link unten, oder beziehungsweise der Beschreibung, immer einen Link von MMOGA. Da könnt ihr Spiele kaufen, günstig. Und ja, damit könnt ihr uns halt unterstützen. Wir müssen ja die ganzen Spiele auch kaufen.